willkommen zurück zu einem neuen Stream. Ein neues Game steht an. Wir befassen uns mal mit der PC-Version von Rise Son of Rome. Und genau. Hab das Spiel vorher noch nie gespielt. Ich starte es gerade zum ersten Mal. Ich hoffe, es klappt alles mit dem PC und so ein Zeug. Und ja, wir beginnen eine neue Kampagne. Das Spiel ist ein Action-Spiel, so Hack and Slay verknüpfe ich mehr mit Diablo, aber viele sagen ja auch, dass Devil May Cry Hack and Slay ist. Also, wenn ihr es so sehen wollt, dann ist es halt so. Genau. Ja, Kampfspielen. Ja, wir machen jetzt einfach mal eine normale Schwierigkeit, würde ich sagen. Ab geht die Post. Ab ins Intro. Fetter Vogel. Der arme dicke Mann. Kann doch nichts dafür. Aber ich glaube, es ist wirklich ziemlich laut. Nein. Fug. Er ist hier. Helf mir! Hilfe! Beschützt euren Kaiser! Ich, Nero, Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Aua! Aua! Sein Zyklop? Right, Son of Rome! Und wir sind hier direkt im Fight. Schicke Fähnchen. Oh, es sind doch keine Zyklopen. So, aber ich möchte mal kurz. Dankeschön. Hier die Musik möchte ich noch weiter runter. Möchte ich so. Die möchte ich auch. So, ich hasse es, wenn Gespräche unverständlich sind. So, machen wir das so. Okay, also. Irgendwie Krieg, was auch immer. Speicherpunkt. Aha. Ja, ist halt, wie gesagt, ist eigentlich ein Xbox One Game, das einen PC-Port bekommen hat. Und es ist verwirrend, weil ich es gerade mit einem PS4-Controller spiele und hier die Tasten voller Dings sind. Kann ich gucken. Oh, was ist denn das hier? Hinrichtungen. Fähigkeitsverbesserung. Lol. Wie geht's halt weiter? Untertitel an. Bildschirmeinstellung anpassen. Und wegen Dunkelheit müssen wir halt nochmal gucken, ne? Grafik. Aha! Wir müssen die Grafikqualität noch auf hoch machen, Leute.
Sonst haben wir ja nichts davon. So. Wählen Sie mit nach unten den Gesundheitserholungsbonus aus. Boni legen die Art der Hinrichtungsbelohnung fest. Sie können Boni jederzeit auswählen und wechseln. Nicht vergessen, Sie müssen Feinde hinrichten, um den Bonus zu verdienen. Aha. Drücke RT, in meinem Fall R2, um Gegner mit geringer Gesundheit hinzurichten. Drücke Y zum Fortfahren. Drücke während der Hinrichtung die Taste, die der hervorgehobenen Farbe des Ziels entspricht, bevor du diese verschwindest. Und da. Und blau. Ah, okay. Das Ding leuchtet und jetzt haben wir ihn vernichtet. Alles klar. Was krass ist, muss man sagen. Es ist immer noch relativ laut, oder? Aber wenn es zu laut ist, müsst ihr euch beschweren. Oder? Ah, fuck. Mist. Ist gar nicht so einfach. So. Was krass ist, ist der Noise-Cancel von den Kopfhörern. Also es ist, ich schreie hier wirklich gefühlt übel rum und verstehe mich selber kaum. Also da bräuchte man wahrscheinlich wirklich irgendwie einen Monitor, dass man sich selber nochmal irgendwie hört. So, wo geht's lang? Da geht's lang. Ruhig bleiben. Ich komme. Ich will dich da runterhauen. Geh da runter, Junge. Sich den Palastorn. Wir müssen ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Vorwärts, Männer! Ja, und wegen der Facecam müssen wir nochmal gucken, ob die da bleibt oder nicht. Lass die Leute runter! Einfach zermatscht. Oh! Junge! Weg mit der Leiter! Weg mit dir! Ach komm! Alle Leute! Jetzt muss ich niesen. Oh, die Leitern. Sorry. Ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich habe Heuschnupfen über die Jahre bekommen. Bin ich mir manchmal nicht so sicher. Und hier, das ist eine Cutscene. Aha, hinten absichern. Da kommt hinten absichern. Fette Katapult, ey. Weg! Und weg! Und weg! Aua. Ja, das ist wirklich wie God of War. So, LB, um ihren Römern Befehl zu geben, also R1 bei mir. Salve, abfeuern! Feuer frei! Und wenn ich zu viel rumbrülle, müsst ihr das auch sagen. Wie gesagt, das ist neue Kopfhörer und so, neue Erfahrung. Barbare! Da kommt die Barbaren. Wie steht's um die Verteidigung, Soldaten? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten: Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Hört sich doch gut an. Yeah. Aha. Linie bilden. Befiehl den Soldaten, die Lücke zu schließen und die rechte Flanke zu sichern. Du wirst die linke Flanke mit deinem Skorpio beschützen. Bildet eine Linie. Nördliche Barrikade. Hä, und was jetzt? RT. Heranzoomen. Und loslassen zum Abfeuern. Ah, cool. Zerstöre Gegenstände. Okay. Was? LB Salve abfeuern? Die Stellung halten, Männer! Stellung halten!
Ach so, ich gebe denen immer die Befehle zum Saber abfeuern. Ach so, und hier haben wir so einen leichten Autofokus drin. Richtet der Turm da zusammen? Kann der jetzt was? Mach die weg! Gibt's denn irgendwas? Sichere die Palasttore, töte die. Ah lol, ich kann also. Ach so! Der Autofokus geht auf die Bogenschützen. Ach, da sind Bogenschützen. Ja, komm. Weg mit euch! Gesindel! Immer auf den Autofokus achten. Feuern! Alter, mit so einer Balliste auf so arme kleine Leute zu ballern. Voll in die Ferse. Ja, Achilles ist ein Scheiß dagegen. So, Feuer, Leute. Brennen. Brennt alle. Was? Befehl? Hier, komm. Ja, also gerade ist... Rückzug! Rückzug! Warte, wer sagt hier Rückzug? Hallo? Was? Oh nein! Ah! Schmerz! Herr, wir haben sie zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Ja, die holen wir uns jetzt, oder was? Der arme dicke Mann kann sich doch bestimmt nicht wehren. Drücke, was auch immer das ist, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Ah! Share ist es auf der PlayStation, also wahrscheinlich Select. Bei der Dings. Fähigkeitsverbesserung. Gesundheit, Fokus, Zuwachs und Kampf. Füge dem Gesundheitsbalken zusätzliche Kapseln hinzu. Erhöht die Größe jeder Gesundheitskapsel. Ah. Verringert die Verbrauchsrate der Fokuskapsel. Erhöht die Größe. Ja gut, mit Fokus haben wir noch nicht viel zu tun gehabt. Zuwachs. Ah, und hier bekommt man mehr XP. Und Kampf? Erhöhe die Inventarkapazität aller Projektile auf 5. Marius errichtet den Modus brennender Ader nach... Erreicht den Modus... Ach so. Wir heißen also Marius, anscheinend. Und können hier echt Action machen, wenn wir 5-mal hintereinander... Nach 5 perfekten Treffern. Hört sich viel an. Ist da... Gesundheit hört sich nicht falsch an. Gesundheit hört sich nie falsch an. Was? Fokus? Aha. Ja, aber ich kann nichts gegen den Autoscope machen. Und in so einem Spiel ist es ja okay. Okay. So, Kampagne fortsetzen. Er ist hier! Helft mir! Ich befehle es euch! Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Ich sorge mich nicht wegen der Barbaren, sondern wegen ihm! Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher vor diesem Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft, hier lang! Der irre dicke Mann, Alter. Los, jetzt! Nero, das ist Kaiser Nero? Den müsste man abmurksen, er hat seine eigene Stadt angefackelt. Da ist jemand drin! Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Hi! Räume den Weg zur Gruft frei. Ach, da unten sind Kasperle. Na ihr? Alter! Nein! Fall klickt! Kacke! Naja, immerhin.
Und komm, komm. Alter, er tänzelt hier um mich rum, der weicht mir raus. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Oh, ja. Da. Und da. Und da. Und hier, komm. Du auch noch. Oh, voll mit dem Schild ins Gesicht kriegen ist bestimmt nicht so geil. Nein, falscher. Oh, lol. Er hat ihn im Arm abgeschnitten. Alter, Alter, man kassiert halt richtig, ne? Und jetzt bin ich gestorben, oder was? Du verfügst über... was? Erneut versuchen. Was? Alter, das ist ganz schön heftig. Also, weil das Problem ist halt, dass sie eben... dass mehrere Leute auf dich losgehen. Cranker Shizzle. Alter, jetzt bin ich so lange Ladezeiten gewöhnt wegen Blackborn. Warum ist die Tür verschlossen? Da ist jemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Da kommt ein General! Mich würde halt interessieren, ob ich invincible bin, wenn ich so eine Finisher ausführe. Stell dich deinem Tod. Warte, kann ich irgendwie blocken? Ah, schon wieder. Also, okay. Ich muss das ignorieren, dass ich mehr... alter Vater, ey. Und der Fokus ist ein bisschen komisch. Ich muss es ignorieren, mehr XP zu kriegen. Ich will eigentlich Gesundheit kriegen, wenn ich einen Finisher mache. Ja. Und wie kann ich... kann ich rennen? So kann ich rennen? Schild? Alter, wozu habe ich ein Schild? Das habe ich doch nicht nur zum Zuschlagen, oder? Solltest du sie vielleicht öffnen. So, ich bleibe jetzt aber bei Gesundheit. Was stand? Alter, man kassiert so heftig von dem. Da ins Gesicht und in dein Bauch. Alter! Okay, aber ich glaube in den Finishern... Alter, der war auch heftig. Ist mein Invincible. Den habe ich gar nicht gesehen, Alter. Zack! Oh, der war mies. LOL! Also eigentlich muss man halt viele Finisher machen, letzten Endes. Mich stört es halt, dass man so... So. So. Und so. So. Und so. Der hat der... Wow, der Arm ab. Neue Verbesserung verfügbar. Nächsten Rang freigeschaltet. So. Wo geht's hier weiter? Komm. Hallo, wo ist der dicke Mann? Ah, da kommt er. Endlich.
Und hier die Statue davon geheult. Töte den Kriegsherrn der Barbaren. Der sieht aus wie Matthias aus Tomb Raider, oder? Ah, der ist hier der Feuerpyroman-Magier. Ja, okay. Hä, seid ihr dumm? Oh, da ist der Fokusmann. Also so normal, was willst du eigentlich, ey? In. Da und da kommt der Finisher. Und hier nochmal. Und das war jetzt der Kriegsherr? Hier. Schnell. Mach das, Anofas. Komm schon. Komm schon. Krasser Thron, ne? Schnell. Warte, also gehen wir jetzt in die Statue, vor der er Angst hatte, weil sie Blut geheult hat. Cooler Übergang. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. So sicher, wie es geht. Sicher? Ja, sicher. Aber du, welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius. Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast.